Neben JBL, Sennheiser und Co. gibt es eine Menge Hersteller, die auch True Wireless In-Ear-Kopfhörer anbieten. Einer von denen ist Fresh & Rebel. Noch nie davon gehört? Ich auch nicht, bis sie uns ihre Twins Elite zugeschickt haben. Der erste Eindruck war ausgesprochen gut, sollte er aber auch sein, denn sie kosten genauso viel wie zum Beispiel die JBL Live Pro 2 oder die Sennheiser CX Plus. Wir haben also nicht nur die Fresh & Rebel unter die Lupe genommen, sondern sie auch gleich mit zwei bekannteren Herstellern verglichen. Und das Ergebnis war ziemlich überraschend. Aber mal von vorne, packt man die Twins Elite aus, merkt man, dass hier auf nachhaltige Materialien gesetzt wird und so gut wie kein Plastik vorhanden ist. Das Case überzeugt schon mal mit einer sehr hohen Qualität. Es wackelt nichts, es fühlt sich sehr robust an und auf der Vorderseite ist eine Akku-Statusanzeige. Macht man das Case nun auf, kann man die In-Ears durch ihre gute Form sehr einfach herausnehmen. Da hatte ich zum Beispiel bei JBL ein klein wenig Probleme mit. Zu sehen ist auf den Kopfhörern das Logo, eine Statusanzeige und die Orientierung, wo welcher Ohrhörer hinkommt. Sie sind etwas größer, sitzen aber dennoch sehr angenehm im Ohr und das auch noch nach mehreren Stunden. Die In-Ears von JBL haben bei mir nach ca. 5 Minuten angefangen zu drücken und die von Sennheiser waren überraschenderweise trotz der Größe recht angenehm. Nimmt man die Twins Elite zwischendurch mal raus, pausiert die Musik automatisch und startet auch wieder automatisch, wenn man sie wieder einsetzt. Die allgemeine Verarbeitung ist sehr gut und kann definitiv mit den Live Pro 2 und den CX Plus mithalten. Alle Kopfhörer haben hier eine IPX4-Zertifizierung, außer die von JBL, die haben IPX5. Die Bedienung am Ohrhörer läuft hier nicht, wie üblich, über Touch, sondern über einen leichtgängigen Druckknopf. Das gefällt mir nicht so gut, da man das Drücken im Ohr immer hört und auch spürt. Eine Touch-Bedienung wie bei Sennheiser oder auch JBL würde uns hier besser gefallen. Ein Vorteil bringt es allerdings mit sich, denn die Twins Elite sammeln keinerlei Fingerabdrücke, was man von den anderen beiden Kopfhörern nicht behaupten kann. Die weitere Bedienung läuft über das Handy und es gibt auch eine App, bei der die Einstellungsmöglichkeiten leider etwas mager ausfallen. Das Wichtigste ist jedoch vorhanden. Man kann die aktive Geräuschunterdrückung, den Umgebungsgeräuschmodus und Audiodo Personal Sound ein- oder ausschalten. Außerdem kann man Profile einrichten und den Equalizer anpassen. Beim Equalizer gibt es leider aber nur drei Bänder, die man anpassen kann. Auch da haben die beiden anderen Hersteller deutlich mehr Möglichkeiten. Aber stopp mal, ich habe gerade von Audiodo Personal Sound geredet, nur was ist das eigentlich? Mittels eines dreiminütigen Tests kann man sein Gehör messen lassen und die Kopfhörer passen den Sound dann so an, dass man selber das beste Klangerlebnis bekommt. Das funktioniert reibungslos, ist aber nichts Neues. Andere Hersteller haben das auch, dennoch finden wir es sehr gut, dass es hier trotz der wenigen Einstellungsmöglichkeiten vorhanden ist. Bei der App fehlen also ein, zwei Einstellungen. Dafür sind sie von der Verarbeitung her mit den JBL und den Sennheiser auf einem Level. Wie sieht es denn nun mit dem Sound aus? Nun, sie haben denselben Frequenzbereich wie auch die JBL Live Pro 2 mit 20 Hz bis 20 kHz. Einzig die Sennheiser haben ein etwas breiteres Spektrum mit 5 Hz bis 21 kHz. Beim Musikhören oder Telefonieren fällt das allerdings eher weniger auf. Was aber auffällt, ist die Treibergröße. Mit 6,8 mm ist sie bei den Fresh & Rebel schon recht groß, dennoch schafft es JBL auf ganze 11 mm und Sennheiser auf 7 mm. Ich finde, der Klang hängt dadurch in tiefen Bereichen gegenüber den JBL ein wenig hinterher. Was die Mitten und Höhen angeht, da sind sie nahezu identisch, wobei mir die Sennheiser in dem Bereich am besten gefallen haben. Wichtig ist aber auch das Drumherum, zum Beispiel Active Noise Cancelling. Hier haben sich die Twins Elite wirklich gut geschlagen. Sie kommen nicht ganz an das Niveau der CX Plus, überliegen aber den Live Pro 2. Der Ambient Aware bzw. Talkthrough Modus ist leider nicht so gut. Hier haben Sennheiser und JBL die Nase weit vorne. Man sollte sich hier aber auch mal den Akku anschauen. Ohne Active Noise Cancelling kommen die Fresh & Rebel auf 9 Stunden, die Sennheiser auf 8 Stunden und die JBL auf 10 Stunden. Mit Active Noise Cancelling kommen sie alle auf ca. 6 bis 8 Stunden und die Ladezeit ist mit 2 Stunden ungefähr gleich. Quick Charge wird übrigens auch unterstützt und bietet bei den Fresh & Rebel wie auch bei den JBLs 4 Stunden Akkulaufzeit innerhalb von nur 15 Minuten Ladezeit. Bei den Sennheiser dauert es ganze 20 Minuten. Insgesamt, also mit dem Akku vom Case, kommt man bei den Twins Elite auf gute 29 Stunden. Deutlich besser als die Sennheiser mit 24 Stunden. JBL hat es aber irgendwie geschafft, auf 40 Stunden zu kommen. Fazit:
Alle Kopfhörer haben so ihre gewissen Stärken und Schwächen. Der Klang und die Verarbeitung von den Fashion Rebel sind sehr hochwertig, was uns doch überrascht hat, da man ja neue Hersteller immer etwas skeptisch betrachten sollte. Beim Thema Akku können wir uns auch nicht beschweren. Ich habe sie für eine Woche jeden Tag zum Arbeiten genutzt und musste sie nur einmal laden. Ich würde aber sagen, wenn hier die App noch ein wenig verbessert wird und ein, zwei Funktionen hinzugefügt werden, sind die Fashion Rebel Twins Elite auf einem Level mit den großen Herstellern und man sollte sie sich beim nächsten Kauf durchaus mal angucken. Ja, und das war's von uns. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Freut uns sehr und hilft uns auch, hier auf YouTube zu wachsen. Danke fürs Zusehen und haut rein!